Paragraph 2 Absatz 1. Wenn ich sterbe, möchte ich erstens verbrannt werden und zweitens, dass meine Asche ganz normal am Abholtag der Müllabfuhr in den Hausmüll, also schwarze Tonne, geworfen wird. Du hast ja nicht mehr alle. Was ja jetzt auch nicht wirklich neu ist. Ich habe mehr Neurosen als andere Frauen Schuhe. Ich habe gestern Nacht wieder von dem scheiß Kleid geträumt. Ich bin eigentlich direkt schuld. Wir haben auf so etwas keinen Einfluss. Nur beim Sex vergesse ich alle Probleme. Und deshalb kaufen sie Sex. Ja. Boah, wir sind echt ungute Freier, ey. Dafür sind wir sehr freundliche Freier. Klar, Bio und Fairtrade. Kann ich mal dein Poloch sehen? Bitte? Also ich hab Würmer. Und ich möchte jetzt gerne nachgucken, ob du auch welche hast. Okay, aber könnt ihr eure Untersuchung dann bitte auf dem Klo durchführen? Boah, ich bring echt nichts aus der Fassung. Wenig. Immer wenn ich Analverkehr habe, flüstert mir Alice Schwarzer ins Ohr. Ja, das denkst du nur, dass du jetzt einen Orgasmus hast. Das bildest du dir ein, um dich deinem Mann und seinen Machtschwanz zu unterwerfen. Es ist sehr schwer für mich, Sex zu haben, ohne an Alice Schwarzer zu denken. Au! Oh, das wollte ich nicht. Es geht darum, dass sie sich einlassen. Auf das Neue. Ich muss nicht darüber nachdenken, was in meinem Leben schon alles schiefgelaufen ist. Ich weiß, wie sehr du sie vermisst. Ich habe einfach schon genug schlechte Nachrichten bekommen in meinem Leben. Ich will keine einzige mehr hören. Du bist die Frau, die ich mir immer gewünscht habe. Leben Sie. Paragraph 2 Absatz 3. Ich will, dass mein Mann Georg sich sofort eine nette neue Frau nimmt, wenn ich sterben sollte. Gerne auch eine mit großen Brüsten.